Mein Name ist Tobias Schreckenrieder, Dreamace. Vielleicht kennt ihr mich schon. Ich spiele Support für Unicorns of Love, Sexy Edition. Woher kommt der Name Dreamace? Mein Name kommt, ist ganz witzig, von meinem Bruder und mir eigentlich, weil wir haben früher ziemlich viel One Piece geschaut. Und er war ein Fan von Ruffy und ich war ein Fan von Ace. Und dadurch, dass es mein Traum ist, League of Legends zu spielen, professionell, habe ich das Dream mit reingehangen. Viele glauben, dass es mit Träumer-Ass zusammenhängt, weil ich halt Ace so in die Richtung Ass, aber nee, es kommt von One Piece und meinem Bruder. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Als ich angefangen habe, League zu spielen, war ich 16 Jahre. Ja. Wie findet deine Familie deinen Job? Meine Familie ist sehr unterstützend, was meinen Job angeht. Sie stehen hinter mir, sie schauen mir bei den Spielen zu, unterstützen mich. Waren eigentlich sehr überrascht, dass ich es mache, aber trotzdem glücklich, dass ich mein Ziel verfolge. Bist du Rechts- oder Linkshänder? Ich bin Rechtshänder. Kaffee oder Energy? Ich würde auf jeden Fall Energy trinken. Welcher ist dein Lieblingschampion? Mein Lieblingschamp ist Pyke. Welchen Champion würdest du sofort löschen, wenn du könntest? Es gibt viele. Es gibt sehr viele Champions, die ich gerne löschen würde, aber ich glaube, am liebsten vielleicht Yone. Hast du Bock auf den Winter Cup? Ja, ich habe sehr viel Bock auf den Winter Cup, ich freue mich. Welches Team fliegt als erstes? Das erste Team, das fliegen wird, ja, Panther, wir spielen mit Panther. Wenn das Finanzamt nach deinem Beruf fragt, was gibst du an? Mich hat das Finanzamt witzigerweise noch nie gefragt, was ich beruflich mache. Welches Spiel ist das beste abseits von LoL? Das beste Game abseits von League? Ich spiele halt nur League of Legends. Ich spiele keine anderen Spiele, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wer ist der beste Spieler der Prime League? Der beste Spieler der Prime League? Ronan, mein ADC, also Jinjo. Blue oder Red Side? Beide Seiten sind gleich. Blue und Red Side sind meiner Meinung nach ganz egal, was wir spielen. Wenn du ein Regal aufbauen musst, liest du die Anleitung oder baust du es einfach so auf? Also wenn ich irgendwas neu habe, dann mache ich es einfach. Ich baue einfach drauf los und dann, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Das Leben ist schön, weil es die Flashes gibt.